Herzlich willkommen bei Mami-Zauber. Jetzt drehe ich aus meiner Küche und möchte euch zeigen, wie ich einen Fanta-Kuchen zubereite. Der Fanta-Kuchen geht schnell und vielmehr ist es ein Tassenkuchen. Das heißt, man muss nicht viel Aufwand betreiben, um die Zutaten auszumessen. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, das sind die Zutaten für den Fanta-Kuchen und bei meinem Fanta-Kuchen handelt es sich um einen Tassenkuchen. Also zum Abmessen der Zutaten brauchen wir eigentlich nur eine Tasse. ja, die Zutaten, was wir brauchen, sind 2 Tassen Zucker, 3 Tassen Mehl, eine Tasse Öl, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, eine Tasse Fanta oder ganz gewöhnliche Discounter-Limonade, 4 Eier und eine Prise Salz. Den Puderzucker brauchen wir für den Zuckerguss. Und dann habe ich hier noch ein paar Dekorationen. Ich weiß noch nicht, ob ich diese Tortendecke benutzen werde. Mal schauen. Und was ihr noch zusätzlich braucht, ist ja, ein bisschen Fett für das Backblech. Ich habe mein Handy über die Küchenlampe gehängt, deswegen schwingt das so ein bisschen hin und her. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, es geht los. 3 Tassen Mehl. 2 Tassen Zucker. 1 Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Backpulver, eine Tasse Öl, eine Tasse Fanta, vier Eier. Eine Prise Salz. Das Ganze gut verrühren mit dem Mixer. Und jetzt seht ihr mein sauberes Backblech. Ja, es ist sauber, aber ich kriege die Verkrustungen einfach nicht raus. Die sind so eingebacken, da helfen keine Scheuermilch und kein Backofenreiniger mehr. Das Backblech einfach mit dem Fett gut einfetten, mit Margarine oder Butter und dann den Teig da drauf kippen und damit sich das Ganze regelmäßig oder gleichmäßig verteilt, schwinge ich das Backblech einmal in alle Richtungen und das Ganze kommt dann für 180 Grad in den Backofen für circa 40 bis 45 Minuten. Anschließend mache ich einen Zuckerguss fertig und dann könnt ihr es auch schon dekorieren. So, Fanta-Kuchen ist fertig. ja, also ich werde mich jetzt erstmal aufmachen, um das ganze Chaos hier zu beseitigen und ich hoffe, es wird euch schmecken, wenn ihr den Kuchen nachbackt. Er ist wirklich sehr schnell zuzubereiten und schmeckt super lecker und man kann ihn ganz individuell ja, dekorieren. Ja, das war's von mir. Bis dann. Tschüss.